Hi, da bin ich wieder. Ein wunderschönes Turtle-Set ist gekommen. Das ist jetzt nur die Verpackung, also der Schieber. Ich konnte das so gar nicht zeigen, weil das einfach so viel Zubehör ist. Das sind die Metzko-Turtles von Kevin Eastman und Peter Laird. Mega, mega cool. Sehr schönes Artwork. Also generell die Verpackung ist sehr schön und die Figuren umso besser. Und ich habe sie natürlich rausgeholt. Das ist alles, was es an Zubehör gibt. Ist schon einiges. Wir haben sehr viele Köpfe, Zubehör, Kleidung vor allem. Das liebe ich ja total. Jetzt muss ich nicht mehr Barbie die Kleidung wegnehmen und sie den Turtles anziehen. Ist schon mega cool und das will ich euch jetzt mal zeigen. Nicht alles im Detail, das mache ich im nächsten Video, weil das wirklich viel ist und wenn ich jetzt jedes kleine Detail hier zeige. Wir fangen mal mit Mikey an. Also mega putzig. Ja, die Metzko-Turtles sind ein bisschen düsterer, wie halt die ersten Turtles von Kevin Eastman und Peter Laird gezeichnet, aber hier in Farbe, das finde ich schon mal mega cool. Und sie haben alle ihr eigenes Bandana, also nicht alle in Rote, sondern jeder seine individuelle Farbe. Es sind mehrere Köpfe zum Austauschen drin. Ja, was ist da der Unterschied jetzt zwischen den anderen Turtles und den Metzko-Turtles? Das kann ich euch gleich sagen, was ich richtig cool finde, aber ist auch Geschmackssache. Der Panzer, der fühlt sich richtig gut an, so rau. Nicht nur ein bisschen mit Struktur, sondern wirklich rau. Sehr schön, sehr schöne Form. Der Gürtel ist so ein bisschen, ja, so der Leder, Kunstleder oder sowas, ja. Ist schon ganz cool. Auch der Brustkorb, die Farbe, richtig cool. Schöner Wash drüber, sieht sehr gut aus. Bewegungspunkte hier. Ja, auch hier die Hände. Wir haben ganz viele Hände zum Austauschen. Was ist denn das eigentlich? Doppeltes Ellenbogengelenk. Ist das nicht mega cool? Also auch die Bewegung, also die Gelenke fühlen sich ganz gut an. Da ist jetzt nichts locker. Ich habe jetzt noch nicht alle mir angeschaut. Habe die auch gerade erst jetzt ausgepackt. Auch das Gesicht sehr cool. Die Bandanas kann man hinten dann ändern. In lang und ja, ich glaube, zwei Varianten haben wir. Sieht schon alles mega cool aus. Hier die Stützen. Vielleicht sieht man das hier. Das ist so ein Gummibändchen. Die könnte man dann einfach abziehen. Das wirkt richtig cool. Alles so schön detailliert. Auch hier, vielleicht sieht man das ganz gut, das ist so gummihaft hier und da ist ein Gummiband drüber. Mega cool, sehr schön. Und hier haben wir Kleidung. Ich liebe das irgendwie. Ich finde das mega cool. Ich finde das richtig toll, dass wir jetzt hier zu den Turtles einen kleinen Pulli haben. Oh, das ist sogar Stretch. Sehr schön. Und wir haben, ist das nicht mega putzig? Wir haben hier einen Mini-Reißverschluss. Mal gucken, ob das alles klappt. Oh Gott, ist das klein. Ja, der geht auf. Hier. Das ist ja winzig. Oh nein, der Reißverschluss klemmt. Kenne ich auch bei meinem. Ich habe es geschafft. Gar nicht so einfach. Michelangelo bekommt jetzt ein wunderschönes. Also, wenn der Gürtel hier ständig runterrutscht, geht das mir auch ein bisschen auf die Nerven. Müssen wir vielleicht ein bisschen weiter hoch. So, ein bisschen einklemmen. Sehr schöner Gürtel. Aber das gucken wir uns alles nochmal mit dem ganzen Zubehör im Detail an. Richtig cool. Jetzt schauen wir mal, ob die Kleidung auch passt. So. Richtig cool. Auch das Zubehör. Ich meine, ein Skateboard wäre auch da für Michelangelo. Ich habe das Set jetzt gerade erst aufgemacht und erstmal nur die Turtles rausgeholt, um mir die mal anzugucken. Ich war echt neugierig, wie die sind. Und ja, hier, der Gürtel fällt schon wieder runter. Wo ist mein Sekundenkleber? Nein, das klebe ich nicht fest, aber es geht ein bisschen auf die Nerven, wenn das ständig runterfällt. Ich muss das vielleicht noch ein bisschen mehr anspannen vorne. Aber ich habe auch Angst, dass ich da zu viel und zu sehr reiße. So schön wie der Gürtel auch aus diesem Kunstleder ist und dass da was kaputt geht. Das wäre dramatisch. Das wäre eine Tragödie. So, jetzt ziehen wir das Ganze drüber. Komm schon. Mit der Faust ist das vielleicht nicht. Ich hätte auch die Hand abnehmen können. Aber es geht. Und ist. Es passt. Ach, das hat was. Das sieht so richtig putzig aus. Ja, yeah, jetzt ein bisschen Musik.
Ist mit Sicherheit auch Geschmackssache. Ich habe meine Turtles schon immer irgendwie bekleidet und angezogen. Deswegen, ich finde es mega cool. Ich kann aber auch verstehen, dass man sagt, oh nee, das brauche ich jetzt so gar nicht. Ich finde es irgendwie mega cool. Sehr schön. Ich mache den Reißverschluss jetzt mal nicht zu. Das ist bestimmt ein Riesen-Act hier. Aber das ist schon eine coole Sache. Gefällt mir sehr, sehr gut. Okay, mal gucken, da müsste ich die Bandanas vielleicht abmachen. Finde ich schon mal richtig cool. Und was meint ihr? Wir haben hier Leonardo und man sieht, der ist schon vom Hautton hier ein bisschen dunkler. Die Turtles sind ja direkt generell so ein bisschen düsterer. Mega cool. Auch hier dieser Gürtel und die Taschen. Das geht aber nicht auf, oder? Doch! Die gehen sogar auf. Mach Sachen. Oh mein Gott, die gehen auf. Tatsächlich. Die Tasche geht hier einfach mal auf. Cool. Kriege ich das auch wieder zu? Das ist alles so klein und putzig. Sehr schön. Auch hinten alles so ein bisschen mit Leder. Das sieht halt schon hochwertig aus. Auch bei ihm hier die Bandagen, Gummi, Bandagen, die Stützen hier mit Gummibändern. Sieht schon richtig klasse aus. Also mir gefällt das richtig gut. Und jeder Turtle hat was zum Anziehen. Und Donny, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig rausgegriffen. Leo meine ich. Leo, jetzt habe ich was vertauscht. Hat natürlich auch ein Kleidungsstück. Und zwar, was hat denn der? Oh nein, ich kann den Stoff nicht anfassen. Oh, was ist das? Oh, Polyester oder so ein Kram. Oh, ich kriege Gänsehaut, das geht gar nicht. Oh, das ist ein Cape. Oh nee. Oh, das kann ich, das quietsche. Oh, wenn, kennt ihr das in zwei Stoffseiten auch noch zusammen? Oh, wenn noch was anderes. Ah. Okay, von innen kann ich es anfassen, von außen gar nicht. Das ist ja, was ist das für ein Stoff? Ich kann das nicht berühren. Das ist ein Cape oder so. Oh, nee, 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 ich weiß nicht, ob ich das drüber kriege. Da muss ich meine Handschuhe oder meine Hände eincremen. Oh, nee, nein, das kann ich nicht, sorry. Auf jeden Fall ist das so ein Cape, das kann man so drüber ziehen, aber ich kann den Stoff nicht anfassen, da kriege ich Gänsehaut. Das können wir leider nicht machen. Aber da war ja noch was anderes dabei. Wenn ich meine Hände eingecremt habe, geht es, aber wenn es so aufeinander reibt, oh, das ist, wie kennt ihr das in der Kreide, in der Tafel? Ich kann das nicht. Was ist das für ein Stoff? Ja, das ist gut. Das ist ein schöner Stoff. Was haben wir hier? Und alles mit diesem Draht. Das ist mega cool, weil man kann das formen. Okay, es ist ein Tuch. Ich muss mir vielleicht mal auf dem Bild anschauen. Ist das ein Schal? Was damit gemeint ist? Oder soll es eine Schleife sein? Ich habe keine Ahnung. Ich muss da mal ganz kurz lunsen. Okay, hier ist auch nichts drauf. Okay, dann muss ich mir mal Bilder anschauen, ob das als Schal sein soll. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Oder ob das ein Gürtel sein soll, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt so. Jetzt haben wir Donny. Da habe ich die Turtles kurz vertauscht. Auch hier mit der Ledertasche und dem Bändchen sieht schon richtig gut aus. Auch er mit dem Gesicht hier. Yeah! Die kriegen auch bald alle ihre wunderschönen Hände. Wir haben so viele Hände. Ich glaube, 10 Hände oder so pro Turtle. Die, wo wir allen möglichen Zubehör, Pizza und alles Mögliche in die Hand nehmen können. Und auch er freut sich natürlich hier richtig cool, richtig schön. Was hat er als Kleidungsstück? Ich traue mich gar nicht, das rauszuholen. Das ist auch so ein komisches Polyesterkram. Gucken wir mal. Wir haben hier nämlich mehrere Kleidungsstücke. Ja, das geht. Das kann ich anfassen. Schade, das andere finde ich eigentlich mega cool. So ein Gewand, so als Cape. Aber ich kann es nicht berühren. Ich kann es einfach nicht anfassen. Muss ich mal Handschuhe anziehen. Dann haben wir hier, ja, auch ein Stück Stoff mit Draht. Und das kann man dann wahrscheinlich hier ein bisschen verstecken. Erinnert mich so ein bisschen an Batman. Keine Ahnung, ob das so sein soll. Ah, ich weiß es nicht. Ach, Raffi. Und seht ihr das schon vom Hautfarbton? Die sind alle ein bisschen, sieht man das, alle ein bisschen unterschiedlich. Alle schön individuell. Und was meint ihr, was Raffi zum Anziehen hat? Was er am meisten hat? Boah, ich hoffe, dass der Stoff nicht so komisch ist. Ah, okay, super, ich kann ihn anfassen. Perfekt. Den Regenmantel, den typischen, den Raffi ja bei vielen Figuren hat. Ich könnte hier etliche Figuren aufzählen. Okay, so viele ist wieder auch nicht. Aber doch schon einige, wo meistens nur Raffi oder Raffi zumindest diesen Regenmantel hat.
Und der ist auch mit Draht. Hier ist Draht, da ist Draht. Richtig cool. Das kann man richtig schön in Pose bringen. Sieht ein bisschen klein aus. Mal gucken. So, Raffi hat auch seine Taschen hier. Und auch hinten. Richtig cool. Da kann man sogar die Taschen öffnen und so. Also wirklich schön detailliert. Richtig schöne Figürchen. Ich würde es auch richtig cool finden. Ich mag dieses Düstere, dieses typische Kevin Eastman, Peter Laird. So die ersten Zeichnungen, alles schön düster und so. Ich mag diesen Zeichenstil. Man sieht es ja auch so an den Füßen, so ein bisschen die breiteren und so. Aber ich würde es auch mega cool finden, wenn Metzko sagen würde, hey, die Turtles sind gut angekommen, sind gut gelaufen. Und jetzt machen wir so eine Cartoon-Version noch dazu. Würde ich auch mega cool finden. Ist ja nicht so, dass ich nicht genug Turtles habe. Aber das wäre schon mega cool, weil die sind schon richtig cool. Oh, ist das zu klein? Aber die sind schon mega cool detailliert. Ich glaube nicht, oder? Nein, hier. Das wäre es jetzt. Eine Nummer zu klein. Du rufst bei Metzko an und sagst, hier, hört mal. Ich brauche eine Nummer größer. Eine Nummer größer bitte für Raffi. Ja, also ich würde es natürlich auch schön finden, wenn jeder ein Cape hätte. Ja, aber Raffi ist schon, ja, das hat sich schon so durchgesetzt. So, mal gucken, ob ich das vielleicht andersrum anziehe. Oder ob ich den Arm hier so durchkriege. Solange nichts bricht. Okay, ich hab's. Ja, noch die Hand. Ich habe halt die Fäuste drauf. Ah, ich hätte auch die Hand wieder mal abnehmen können. Ich habe nicht dran gedacht. Also bei denen ist es echt schön, dieses Matte und wirklich alles strukturiert. Von oben bis unten, die Bandanas, das Gesicht, die Hände, die Füße, die Kleidung. Also oft habe ich mal eine Figur in der Hand, ob Turtle oder auch andere Figur. Oh, da ist der Stütze mit hoch. Seht ihr, das ist so ein Gummistützen. Habe ich oft Figuren in der Hand oder auch Zubehör. Das gucken wir uns ja auch gleich an. Da ist so viel Zubehör dabei. Und da, wo ich mir oft denke, oh, okay, komm, da fehlt ein bisschen Farbe, da fehlt ein kleiner Wash. Da würde ich vielleicht dies und jenes noch drauf machen. Aber hier habe ich nichts, wirklich nichts bis jetzt gefunden. Gut, ich habe jetzt erstmal nur die Turtles rausgeholt. Wo ich sagen würde, okay, komm, da fehlt ein bisschen Farbe. Ah, sieht schon cool aus. Der Mantel hat auch so, ist auch ein bisschen dunkler. Kann er den zumachen? Oh ja, aber gerade so. Bisschen eng. Bisschen. Aber sieht schon cool aus, gell? Und vor allem, auch der Bündel hier ist aus Metall. Entweder ich muss es so ein bisschen anpassen oder das ist tatsächlich ein bisschen eng. Bisschen schmal hier. Aber sieht schon cool aus, gell? Also ich muss sagen, mir gefällt auch so die Variante. Typisch Michelangelo. Yeah, cool, hol die Pizza. Und hier Raffi, lass uns durch die Straßen ziehen, nach Gangstern suchen. Also mega, mega cool. Ja, das muss ich noch gucken, ob das wirklich ein Schal ist. Gefällt mir jetzt nicht so sonderlich. Moment. Wir haben noch hier eins. Also klar, wir haben noch dieses Gewand drüber. Wir haben noch das, was ich nicht anfassen kann, aber es ist mega cool. Aber wir haben hier noch eins. Was ist denn das? Ist das noch ein Regenmantel? Nee, ich meine, das ist ein anderes. Oh, das ist auch grenzwertig mit dem Stoff. Oh, alles, was so drüber... Ach, noch ein Cape. Anstatt schwarz und braun. Oh, dieser Stoff. Oh, das ist so... Ich kann das nicht anfassen. Ich kann es euch nicht beschreiben, aber ich kann diesen Stoff nicht wirklich lang anfassen. Der ist so, der ist schlimmer. Ich weiß nicht, was für ein Stoff das ist. Der geht gerade so, nur nicht lang dran rumreiben. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob das passt. Dann hat Donny hier nämlich noch ein anderes, wenn sein Kopf drüber passt. Oder muss man den Kopf abmachen? Ich weiß es nicht. Vielleicht muss man den Kopf auch abmachen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht muss ich auch die Bandanas abmachen. Okay, es passt nicht über den Kopf, aber das ist so ein Gewand hier. Da ich sowieso gleich die Köpfe ausprobieren werde, lasse ich das erstmal hier. Haben wir hier die super tollen 4 Turtles von der Firma Metzko. Schön düster mit super viel Zubehör. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt von ganz nah im nächsten Video das Zubehör der Turtles an und was die so alles noch mit sich haben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.